1. Hallo Freunde des geilen YouTube Sports, willkommen hier in Mexiko, no Mexiko, das Training mit dem Camilo. Jo, moin, grüß Gott, Finger in Po, Mexiko. So, dann geht's auch mal schon los hier, da müssen wir nicht die ganzen 30 Sekunden warten. So, das letzte Rennen, das war ja bombastisch, das war ja genial. Aber ich habe die Karre heil ins Ziel gebracht, ne? Ja. Tja. Punkte wären mal wieder nicht schlecht. Ich denke mal, es liegt auch daran, man kennt die Strecken nicht und ja. Was hat das mit der Fahrweise zu tun? Ich meine schon, die ganzen Rennfahrer, wenn man die so beobachtet, die kennen die ganzen Strecken, die wissen ungefähr, wie sie es fahren müssen. Und wir sind die Strecken vorher noch gar nicht mal so gefahren. Aber Camilo scheint irgendwie ein Naturtalent zu sein. Der konzentriert sich dann auch gar nicht. Ich mache das einfach so wie die Jungs, weil die, wenn die das erste Mal dabei sind, haben die Strecken ja auch noch nie vorher gefahren, kannst du sagen. Einfach nach der Strecke halten, gucken, wo man bremsen muss und dann passt das schon. Wenn du jetzt einfach mal bei Ready drückst, dann braucht man nicht auf dich warten. Ja, ich warte die ganze Zeit auf dich, bei mir steht nur Lead. Bei mir steht Haken dran und warten auf Spieler. Also bei dir hast du oben Ladesimulator. Ich denke, okay. Ja, mal guck mal hinten in die Tribüne. Da sitzt ja Italiener. Grün, weiß, rot, ey. Oder war das doch Mexiko? Wohl Mexikaner. Ja. Die haben so ähnlich, ne? Ja. Aber hier fährt man auf jeden Fall unter die Tribüne. Kann sein, dass weil die im Moment mit den Internet-Dings hier so ein bisschen am Rummachen sind, dass dadurch ein bisschen... Oh, das ist nicht so goll, doll. Das so, ist also ein bisschen die meine liebe Wetterfee. Ja, Training bewölkt, Qualifying Regen. Au. Starkregen wohlgemerkt. Au. Ja, blaue Reifen. Und Rennen trocken. Eieiei, na das kann ja wieder mal werden. Also das heißt, im Regen eine gute Zeit machen und dann passt das schon. Regen, das wird immer. Hoffentlich ist Abu Dhabi Regen. Nein, hoffentlich nicht. Wäre sonst langweilig, ey. Langweilig ist 88. Mit 88 Jahren, da fängt das... Oh ne, das war ja 66. Entschuldigung. So, dann wollen wir noch mal rausfahren und gucken. Jo, Strecke ist frei, Ding. Ja, muss man eben ein bisschen anpassen hier. Oh, die Tribüne sieht aber noch leer aus. Ja gut, ist ja auch nur erst Training, ne? Verreckt beim Lachen auch nicht schlecht. Aber mal gucken, ob die paar Trainingsrunden vom Herrn Virus gut getan haben. Dann kann er jedes Mal ein bisschen Gas geben. Ich muss eher sagen, diese Strecke, die ist irgendwie, die sagt mir wieder ein bisschen zu. Nicht so wie die anderen, das ist irgendwie so, ja. Ja gut, man muss bei der Strecke aber auch sagen, die ist auch extremst unspektakulär. Ja, die hat keine hohen Anforderungen. Hier gibt es 2-3 Kurven und der Rest geht nur geradeaus. Viel zu spät gebremst. Wow, wow, einmal schleudert. Trauma. Safe. Holla, die Waldfeder hat den Camillo mal eben schnell. Gut, dass sie hier am Start so breit ist, Alter. Was? Wie? Ja, für Camilo wird es wohl kein Training geben. Camilo wurde disqualifiziert vom Rennen, vom Training. Okay. Nur weil ich rückwärts gefahren bin, alles klar. Du darfst doch nicht rückwärts fahren. Ja, weil die haben gemeint, ich wäre in die falsche Richtung gefahren, aber ich musste ja irgendwie aus der Auslaufzone wieder raus. Vielleicht Gas geben und Burnout ziehen oder so. Also, das ist jetzt scheiße. Mit keiner Runde gefahren ins Qualifying, da wird es noch lustig. Na, gucken wir derzeit mal den anderen zu hier. Oh, der arme Camilo. Das tut mir jetzt natürlich leid. Das ist natürlich scheiße. Zum Kotzen. Ah, ist viel zu langsam. Gucken wir mal dem Alonso zu hier. Obwohl, ne. Da haben wir noch den Grosjean. So, jetzt kommen wir ins Ziel. Mal gucken, was wir... Oh, 1,22. Platz 1. Du hast gerade die bisher schnellste Runde dieser Session gefahren. Ah,
Alles klar, Kommissar. Oh, 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 oh. Darf ich meine... Gut, dass das nur beim Training passiert ist und nicht beim Qualifying. Da habe ich die Kurve jetzt nicht. Das ist so, diese Kurve, die ist echt tricky. Wenn man da nicht weiß, ist das so eine. Genau wie diese hier. Oh, ja, das echt nicht schnell durchzimmern, ey. Ganz vergessen. Bei der Kurve habe ich echt zu spät gebremst und dann war dann vorbei, ey. Yeah. Oh, und jetzt geht's gleich unter der Tribüne unten durch. Nee, doch noch nicht, alles klar. Alter, wie breit die Strecke ist. Ja. Und wie lang die Geraden sind. Ja gut, das ist jetzt eine doofe Kurve. Ah, jetzt kommen wir ins Stadion, genau, dann kommt gleich unter zur Tribüne durch. Ja gut, im Stadion die Kurven, die sind ein bisschen doof, aber ansonsten... Müsste das eigentlich. Okay, die Boxeneinfahrt ist auch kacke. Aber die sind alle ziemlich lahmarschig. Muss man den lassen? Gucken, was Alonso macht. Alonso hat den Sainz vor ihm, der ihn blockiert. Na, dann ist auch gut. Der arme Kerl. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Vor allen Dingen, jetzt fahren sie ins Stadion, jetzt hat er diese lahme Krücke vor sich. Oh. Oh, Alonso, zweitbester mit 1,25,4. Oh. Oh, der Danny ist auch raus. Der Quert. Mal gucken, was haben wir. Ach, meine Zeit ist scheiße. Naja, reicht doch. Wird doch nicht besser irgendwie. Keine Ahnung. Das reicht doch, ist doch nur Training. Oh, komm doch rum, Mann. Boxenstopp. Ich fahre jetzt rein, dann können wir das Training dann auch beenden. Oh, können wir machen. Mal in das nasse Qualifying reinzimmern. Habe ich das gerade gesagt? Nee, ich habe überhört. Well, cool. Boah, freue ich mich schon auf die nächste Saison, du. Wenn die Chancengleichheit dann so ein bisschen anders gedingst ist und so weiter und man dann gucken muss, dass man mit ein bisschen schlechteren Autos klarkommt, bin ich echt gespannt. Oh, da schieben sie den Ball zurück ins Meer, oder haben sie schon? Haben sie schon, alles klar. Gut, Virus, alles wartet nur auf dich. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Dann beenden wir die Folge. Ja. Ich sage dann Bescheid. Okay. Oh, la la la. So.
12 von 20 draußen. Eigentlich hätte man jetzt noch 20 Minuten fahren können im Training, aber wofür? Nur mal einen Kurs, ganz schnell in die Zeiten rein. Runde bis jetzt liegt bei 1, ja. Aber viele Zeiten gibt es noch nicht. Nee. Der Bottas, Verstappen hat schon. Außerdem sieht man jetzt noch gar nicht von Bottas sein Teamkollege. Aber was will man machen? Den braucht man sowieso nicht. Nee, sieht man gleich im Qualify noch früh genug. Genau, Leute. Ich würde sagen, Qualify, guter Stichpunkt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Renntag im Qualifying von Mexiko. Daniel? Jo, ich würde es auch sagen. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Haut da rein.